geben. Ich bin es nur mit einem kurzen Video. Ich habe gestern auf meiner Facebook-Seite gepostet, dass ich hier wieder was gegossen habe, hier so ein paar Kleinteilchen. Und die sind jetzt ein bisschen ausgehärtet, zumindest so weit ausgehärtet, dass ich sie ausformen kann. Und das wollte ich jetzt mal machen. Zwar fange ich mal an hier mit den Schokoladentäfelchen. Und zwar habe ich zweimal hier in Braun gemacht. Mit ein bisschen Glitter habe ich dann noch reingestreut, mit zugemischt. Dann einmal in Klar, nur mit diesen bunten Perlchen drin. Haben sich leider nicht so verteilt, wie ich wollte. Und ich habe dann auch gestern irgendwann damit aufgehört zu versuchen, das ja richtig hier reinzukriegen, sodass an den Rändern dann halt noch, nee, sieht man das ganz gut an den Rändern dann noch, diese Perlchen sind. Aber nun gut. Irgendwann habe ich die Faxendecke gehabt. Und dann habe ich hier zwei Stück mit den Herzchen gemacht. So sehen sie aus. So, lege ich mal zur Seite, haben wir das. Dann habe ich hier einmal diese kleine Totoro-Figur. Und so sieht's aus. Ich finde die schön, dass hier innen drin, was man diese Schnurrhärchen, alles klar, diese Schnurrhaare, Barthaare, wie auch immer, die Äuglein, die Nase hier so, das hier in der Mitte, das könnte ich ja nochmal ausfüllen, vielleicht mit UV-Harz. Und dann kommen wir mal zu den Herzchen. Die vier, das sieht man ja schon, da habe ich was eingegossen, bei dem nicht, da habe ich einfach nur die Reste ineinander gegossen und hier bei den beiden schwarzen habe ich mal was ausprobiert und ich hoffe sehr, dass das gelungen ist. Aber ich fange mit dem hier unten an. Finde ich auch sehr schön geworden. Ich habe nämlich noch Reste über gehabt von dem gelben hier und ich glaube von dem Ton. Und dann habe ich noch ein bisschen was anderes noch mit zugemischt gehabt. So einen leichten Transparentton mit einer Pearlfarbe. Ich habe hier so eine weiße Pearlfarbe mit dazu gemischt. Und ich finde, das ist eigentlich ganz schön geworden. Dann habe ich hier mal das hier mit dem Eiffelturm. Eine Rose ist hier oben. Ist ein Herzchen. Aber hier weiß ich auch, dass ich erst, also beim nächsten Mal, dass ich erst eine klare Schicht gießen werde und dann den Hintergrund in dieser Farbe. Aber so an sich finde ich das jetzt auch nicht schlecht, finde ich jetzt auch schön. Dann einmal hier mit dem Löwen und dem Herz. Das habe ich in einem Gelbton gemacht, weil ich finde, das Gelbe passt schön zu dem Löwen, passt gut rein. Dann mit der Krone. Da habe ich jetzt nichts zusätzlich mit eingegossen, weil ich finde, die Krone ist auch groß genug und steht für sich alleine. Finde ich auch schön. Blasses Rosaton ist da drin. So, und dann habe ich einmal mit Schlüssel und einer Rose. Finde ich auch schön. Schöne Farbe. Ich finde auch schön, dass die glänzend geworden sind. So, und auf die beiden bin ich jetzt mega gespannt. Das sieht auch schon mal gut aus. Das hat auch gut funktioniert. Ich habe die Form selber nur mit einem roten Metallic-Puder eingefärbt. Und dann einfach mit Schwarz übergegossen. Also das kann sich sehen lassen. So. Und hier
sieht auch mal gar nicht so schlecht aus. So ein blau-lila. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier gar nicht richtig. Ich weiß nicht, seht ihr das auch? Ich habe hier gar nicht richtig verrührt. Seht ihr das? Ich glaube ja, ne? Wenn ich hier mit dem Finger halte, ist es ganz dunkel. Wenn ich den wegnehme, geht er hell. Da habe ich gar nicht. Hier sieht man das auch eigentlich ganz gut. Hier so ziemlich mittig. Da habe ich nicht gut gerührt. Ist nur fleckig, aber so an sich gefällt mir das doch ganz gut. Ja. Ja, Leute, das war's wieder von mir. Mehr habe ich nicht gegossen. Das waren jetzt nur die paar Teile gewesen. Werde ich jetzt noch weiter verarbeiten. Und dann sieht man sich irgendwann mal oder man hört sich irgendwann mal bei einem neuen Video. Tschüss.